Besuch bei einem Vonovia-Mieter in Frankfurt-Sachsenhausen. Er zeigt uns die kleine Lösung für das große Problem. So sieht dann halt einfach nur der Sterilfilter aus. Ganz einfache Filter, mehr ist das nicht. Und der wird bei uns alle 2 Monate getauscht. Und damit soll das Problem behoben sein. Damit meint er die seit Jahren extrem hohe Legionellenkonzentration im Trinkwasser bei ihm und hunderten Nachbarn. Über den Sprühnebel des Wassers können die Legionellen beim Atmen bis in die Lunge kommen und dann natürlich krank machen. Bei Einzug wussten die Mieter aber nichts vom Legionellenbefall. Nein, wir wurden nicht informiert. Wir haben nichts schriftlich bekommen, wir mussten nicht unterschreiben, gar nichts. Steht auch nicht im Mietvertrag. Oder im Übergabeprotokoll. Wer gutgläubig einzieht, hat Pech. Unter 100 KBE, also kolonienbildenden Einheiten in 100 Milliliter Wasser, kann nichts passieren. Umso höher der Wert, desto dringender eine Sanierung. Über 10.000 KBE besteht eine Gesundheitsgefahr, Duschverbote drohen. Sogar 52.000 KBE wurden bei den Mietern in Sachsenhausen im Juni gemessen. Manchmal denkt man wirklich, die haben das Komma irgendwie ein bisschen verschoben oder dergleichen, weil das ist exorbitant, was da drin steht. Das ist bei Weitem über dem, was doch im Rahmen des Möglichen ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was da für Werte drin stehen. Vonovia beschwichtigt, auf unsere Anfrage aber nur schriftlich. Die Gesundheit unserer Mieterinnen und Mieter war und ist nicht gefährdet. Wir haben in den betroffenen Gebäuden verschiedene Maßnahmen zur Reduktion der Legionellenkonzentration durchgeführt. Dazu zählt auch eine geplante neue Heizung, deren Kosten aber als Modernisierungsmaßnahme auf die Mieter umgelegt werden soll. Mit der Heizung werde ein erneuter Legionellenbefall unwahrscheinlicher. Ausschließen mag ihn bei Vonovia aber wohl keiner. Die Betroffenen wollen sich jetzt in einer Mietergewerkschaft zusammentun. Die Mieter werden ewig lange hingehalten, egal welches Problem jetzt gelöst werden soll. Es geht erstmal Monate, bis Vonovia überhaupt reagiert. Wenn sie dann reagiert, sind es Beschwichtigungen. Aber das Problem besteht immer noch. Und hier haben wir einen besonders harten Fall, dass das Problem seit 7 Jahren besteht und eine Gesundheitsgefahr für die Mieter droht und Vonovia noch nichts gemacht hat. Das Gesundheitsdezernat in Frankfurt weiß von den Legionellen, meint aber, Vonovia tue genug. Wir können nur konstatieren, dass die ergriffenen Maßnahmen bisher nicht zum dauerhaften Erfolg geführt haben. Solange die Vonovia immer wieder Maßnahmen ergreift, geben die gesetzlichen Regelungen keinen Spielraum, um Bußgelder zu verhängen. Für die Mieter bleibt damit erstmal alles beim Alten. Regelmäßig den Duschkopf mit Filter wechseln. Da muss man freinehmen und muss dann alle 2 Monate zwischen 9 und 15 bis 16 Uhr zu Hause sein. Muss man sich einen Tag Urlaub nehmen. Und muss dann halt den Duschkopf entgegennehmen oder beziehungsweise schrauben die dann hier dran. Übrigens, vorerkrankte Mieter können sich bei der Vonovia melden und bekommen dann ausnahmsweise an allen Wasserhähnen Filter. Für alle anderen gilt, auf das Beste hoffen.